Die Stiftung IMAI beschäftigt sich seit vielen Jahren unter anderem mit den Fragen der Konservierung von Medienkunst, und da war es naheliegend, dass wir uns mit dem Thema Materialität in der Medienkunst beschäftigt haben, eben im Rahmen dieser Ausstellung, die Invisible Force Behind Materialität in der Medienkunst, die wir im Rahmen der Quadriennale präsentieren. Es geht um eine unsichtbare Kraft, die sich hinter der Bewegung versteckt. Und wir finden, dass das eine schöne Metapher für digitale Technologie ist, die eine Art Blackbox ist. Also das ist eine machtvolle Kraft, die unseren Alltag prägt, aber wir verstehen nicht, was sich hinter dem Interface abspielt und haben keinen Einfluss darauf. Wir haben also Medienkunstwerke ausgewählt, die analoge und digitale Quellen kombinieren, in Form von Installationen, die sich eben aus digitalen Ressourcen speisen. Den Zuschauer erwartet mit der Ausstellung The Invisible Force, Materialität in der Medienkunst, eine Ausstellung, die fordert. Man muss Zeit mitbringen. Man muss Zeit mitbringen, sich diese Kunstwerke der Medienkunst wirklich von A bis Z in ihrer gesamten Laufzeit anzuschauen. Medienkunst ist immer eine Kunst, die sich an der Schwelle vom Heute ins Morgen bewegt und damit auch uns herausfordert, neue Techniken und neue Sichtweisen auf die Techniken zu erforschen, das, was uns die Künstler vorstellen. Wenn wir von Medienkunst sprechen, dann denkt man natürlich sofort an Kunstwerke, die auch momentan entstanden sind mit unseren heutigen Technologien. Insofern wird es die Besucher sicherlich überraschen, dass sie hier an sehr zentraler Stelle eine Installation finden, eine kinematografische Installation aus dem Jahr 1968, die also weit ab ist von unserer digitalen Ära. Sie zeigt tatsächlich zwei Leinwände, die bespielt werden mit 16 mm Projektoren und 16 mm Film. Diese Installation heißt Zweileinwandkino und ist von Lutz Mommerz.